sind die Themen in der Nuch der Woche Nummer 29. Ja, da vielleicht soll in Zukunft der 69-Euro-Ticket kommen. Aktuell ist immer noch wieder ein hoher Brandgefahr, geht echt in den Wäldern. Und durch den Trailer vom Tierheimprojekt. Die Verkehrsunternehmen fordern nach dem 9-Euro-Ticket das 69-Euro-Ticket. Jetzt muss erstmal auch die Regierung sich beraten, beschließen und schauen, ob die dieses Klimaticket, so wird er genannt, einführen wollen. Das soll auch für den ganzen ÖPNV gelten. Aktuell sind aber noch alles offen, ob das in September kommen kann. Ich würde es mir sehr freuen, weil auch 9 Euro durch ganz Deutschland ist auch sehr schön, wird ja sehr viel auch benutzt. Und man hört ja auch schon seit Monate, Wochen Zugüberfüllung, Räumung und Co. Aber es müssen auch ein paar andere Sachen geredet werden, wie zum Beispiel mehr Personal muss eingestellt werden, um das Ganze auch wirklich sauber von den Kunden zu bekommen. Ja, aktuell gehen die Sommertage viel zu hoch. Das Thermometer sagt eigentlich wieder, ich steige wieder auf sonst was für Temperaturen. Und in Italien ist gerade ein Waldbrand passiert, mal wieder. Aber auch in Deutschland ist es wieder der Fall, dass es Waldbrandgefahr herrscht, weil es einfach zu wenig regnet. Und das ist echt ein Problem. Bitte, bitte beachte, bitte keine Zigaretten in den Wäldern liegen lassen, weil, oder andere Sachen, die Feuer fangen können, wie Glasscheiben durch die Strahlen, Sonnenstrahlung, kann das ja, auch die Glasscheibe, die Glasscheibe kann dann einen Stroh oder Holz anfunkeln und dann kann sehr schnell daraus ein Waldbrand geschehen. Daher, seid vorsichtig und bitte keine Sachen, die irgendwie zu Brände führen können, wegschmeißen in die Wälder. Sonst ist da bald noch mehr Probleme, als man schon hat. Wir sind wieder da. 24 Stunden veranstalten wir einen Spenden-Livestream für das Nürnberger Tierheim. Es sind viele Projekte geplant, wie Tiere suchen dich. Schwierige Tiere werden vermittelt. Live spenden. Lauf mit der Star Wars Fangruppe in der Innenstadt von Nürnberg. Am 3. auf den 4. September 2022 ab 9 Uhr. Live auf Twitch und YouTube. Mit den ModeratorInnen Lukas, Benjamin und Co. Mit Unterstützung vom Tierheim Nürnberg, Medienzentrum Parabol, Lautcash und Filmproduktion Benjamin. Eine kleine Gruppe, die sich nochmal falsches Fenster.
So, aber seid am 3.9. dabei. Es wird eine coole Aktion. Ich hoffe mal, ich klappe auch alles. Ich hoffe doch mal sehr. Aber das waren auch schon wieder die News der Woche von dieser Woche. In 6 Wochen schon ist das hier ein Projekt. Und in der Zeit muss noch viel geplant werden. Damit macht gut, bleibt gesund.